In unserem heutigen Video geht es darum, wie man gesendete E-Mails in Outlook wieder zurückruft und welche Möglichkeiten es überhaupt gibt. Es kommt tatsächlich öfter vor, als man denkt. Man schickt eine wichtige E-Mail, nur um später festzustellen, dass sie peinliche Fehler enthält. Schlimmer noch, Sie haben versehentlich auf allen Antworten gedrückt und eine besonders böse E-Mail an Ihren Erzfeind im Büro geschickt und alle anderen am Arbeitsplatz. Den Schaden rückgängig zu machen, mag etwas Anstrengung erfordern, aber es gibt eine Lösung für die Empfänger, die ihre peinlichen Nachrichten noch nicht gelesen haben, das Zurückrufen von E-Mails. Tatsächlich unterstützen viele E-Mail-Clients diese Funktion. In diesem Leitfaden zeigen wir Ihnen, wie Sie eine E-Mail mit dem Desktop-Client Microsoft Outlook zurückrufen können. Befolgen Sie die folgenden Anweisungen, um die lästigen E-Mails sofort wieder abzurufen. Noch ein Hinweis, bevor wir anfangen. Die Anweisungen gelten nicht für die webbasierten Versionen von Outlook. Sie funktionieren nur mit dem Desktop-Client. Sie funktionieren auch nur dann, wenn Sie und der Empfänger ein Microsoft Exchange-Konto innerhalb derselben Organisation verwenden. Oder wenn Sie beide über Office 365 verfügen. Schritt 1. Öffnen Sie Ihren Ordner gesendete Objekte und suchen Sie nach der E-Mail, die Sie zurückrufen möchten. Sie sollte ganz oben in der Liste stehen. Sie müssen unbedingt auf diese E-Mail doppelklicken, um sie vollständig zu öffnen, bevor Sie zum nächsten Schritt übergehen. Schritt 2. Klicken Sie nun auf die Registerkarte Nachricht in der Symbolleiste, um sie zu aktivieren. Navigieren Sie dann zum Abschnitt Aktionen und gehen Sie hier auf den Menüpunkt Diese Nachricht zurückrufen. Ein Pop-up-Fenster öffnet sich dann und Sie sehen zwei Möglichkeiten. Ungelesene Kopien dieser Nachricht löschen oder ungelesene Kopien durch eine neue Nachricht ersetzen. Wählen Sie Ihre Option und klicken Sie danach auf OK, um fortzufahren. Wenn Sie die Nachricht gelöscht haben, herzlichen Glückwunsch. Wenn Sie sie ersetzen möchten, fahren Sie mit dem nächsten Punkt fort. Ungelesene Nachrichten durch eine neue ersetzen. Es öffnet sich ein zweiter Bildschirm, in dem Sie Ihre alte Nachricht sehen. Diese können Sie nun bearbeiten, um sie dann wieder zu versenden. Outlook ruft nun Ihre alte Nachricht ab und zeigt Ihnen eine Benachrichtigung an, falls Sie die Option ausgewählt haben. Noch ein Hinweis dazu, wenn Sie eine Rückrufnachricht senden, verschwindet Ihre alte E-Mail nicht wirklich. Um die ursprüngliche Nachricht verschwinden zu lassen, muss der Empfänger möglicherweise zuerst die Rückrufnachricht öffnen. Deshalb sollten Sie dringend oder etwas Ähnliches in den Titel der Rückrufnachricht eingeben, damit sie vor der ersten großen anstößigen E-Mail geöffnet wird. Fahren Sie für eine ausführliche Erklärung fort. Warum funktioniert der E-Mail-Rückruf nicht immer? Der Beginn des Rückrufs bedeutet nicht, dass er so funktioniert, wie Sie beabsichtigt haben. Bei den heutigen Internetgeschwindigkeiten, es sei denn, Sie leben in irgendeiner toten Zone, wartet diese falsche E-Mail wahrscheinlich schon in Ihrem Posteingang, was eine Reihe von Problemen verursacht. Hier sind die Faktoren, die Ihren Rückruf zunichte machen können oder zumindest den Prozess komplizierter machen. Geöffnete Nachrichten. Wenn ein Empfänger Ihre E-Mail öffnet, können Sie nicht mehr zurückrufen. Der Empfänger kann die zweite Rückrufnachricht immer noch erhalten und lesen, aber das Original bleibt in seinem Posteingang. Das ist ein Grund, warum Sie schnell handeln sollten. Das nächste Problem, die Weiterleitung. Erfolgt diese in einen anderen Ordner, wenn Ihre Nachrichten einen Filter aktiviert hat und Outlook Sie in einen bestimmten umgeleitet hat, wird Ihre Rückrufnachricht fehlschlagen. Die Rückrufoption betrifft nur E-Mails, die im Posteingang verbleiben. Wenn die Nachricht an anderer Stelle wartet, wird sie nicht verschwinden. Öffentliche Ordner. Wenn jemand
Ihre E-Mails liest, die in einem öffentlichen Ordner zu finden sind, schlägt der Rückruf fehl. Es spielt keine Rolle, welcher Empfänger oder welches Anmeldekonto die E-Mail als gelesen markiert. Es ist immer zu spät. Andere E-Mail-Programme. Die Rückruffunktion funktioniert mit Outlook. Wenn Sie eine E-Mail an jemand anderen senden, der zum Beispiel Google Mail verwendet, funktioniert der Rückruf nicht. Mobile Anwendungen. Wenn Sie ein Exchange Active Sync Einstellung für Outlook auf mobilen Geräten verwenden, funktioniert die Rückrufoption möglicherweise nicht. Dies geschieht, weil das System beim Synchronisieren mit verschiedenen Outlook-Funktionen jongliert und den Vorgang nicht abschließen kann, insbesondere wenn Ihr mobiles Gerät offline ist. Es gibt eine Menge Fallstricke bei dieser praktischen kleinen Funktion. Sicherlich, wenn Ihre Rückrufaktion einfach nicht funktioniert, hier sind zwei Ideen, wie Sie die Szenarien verbessern können. Lösung 1. Schreiben Sie eine Entschuldigung. Abgesehen davon, dass Sie Ihre E-Mails vor dem Versenden noch einmal überprüfen müssen, ist dies die einfachste Lösung des Problems. Wenn Sie versehentlich eine E-Mail an die falsche Personen geschickt haben und sie nicht zu ungeheuerlich war, sparen Sie Ihre Zeit und heften Sie eine schnelle Entschuldigungsnotiz an. Das funktioniert bei den meisten Menschen und Sie können aufhören, sich Sorgen zu machen. Lösung 2. Verzögern Sie Ihre E-Mails. Wenn Sie schnell emotional reagieren oder immer mit der Beantwortung und Weiterleitung sensibler Informationen beschäftigt sind, sollten Sie vielleicht in Erwägung ziehen, Ihre E-Mails zu verzögern. Sie können dies für alle Outlook-Nachrichten tun, indem Sie die folgenden Schritte beachten. Klicken Sie auf Datei in der linken oberen Ecke. Scrollen Sie nach unten und wählen Sie auf der folgenden Seite Regeln und Benachrichtigungen verwalten. Das Pop-up-Fenster Regeln und Benachrichtigungen wird auf Ihrem Bildschirm angezeigt. Klicken Sie auf die Option Neue Regel. Wählen Sie in einem zweiten Pop-up-Fenster die Option Regel auf von mir gesendete Nachrichten anwenden, die unter Regel ohne Vorlage erstellen aufgeführt ist. Klicken Sie auf die Schaltfläche Weiter, um fortzufahren. Ignorieren Sie alles in der Bedingungsliste und klicken Sie auf die Schaltfläche Weiter. Klicken Sie als nächstes in einem kleinen Bestätigungs-Pop-up-Fenster auf die Schaltfläche Ja. Wählen Sie die Option Diese eine Anzahl von Minuten verzögert übermitteln. Klicken Sie auf den Link Eine Anzahl von und es erscheint ein Pop-up, indem Sie zur Angabe einer Dauer aufgefordert werden. Geben Sie die Anzahl ein, maximal 120 Minuten, und klicken Sie auf die Schaltfläche OK. Klicken Sie wiederum auf die Schaltfläche Weiter, um fortzufahren. Wählen Sie bei Bedarf Ausnahmen aus und klicken Sie auf die Schaltfläche Weiter, um fortzufahren. Benennen Sie Ihre Regel und klicken Sie auf die Schaltfläche Fertigstellen. Haben Sie schon mal eine peinliche E-Mail verschickt? Schreiben Sie uns einfach Ihre Erlebnisse in die Kommentare. Wir freuen uns drauf. Und wenn Ihnen das Video gefallen hat, geben Sie uns einen Daumen nach oben oder Sie abonnieren uns sogar.